So, und damit schon mal ein recht herzliches Willkommen hier zu einem neuen Let's Play auf unserem Kanal. Wir spielen heute, oder wir starten heute die Reihe Outlast. Ja, wir schauen mal, wie das Ganze hier wird. Wir sind jetzt hierher gefahren. Wie wir gesehen haben, ist uns der Empfang flöten gegangen. Und, was wir auch gesehen haben, ist unten links, falls es keinem aufgefallen ist, der Tank ist fast leer. Wer zum Teufel kommt auf die Idee, irgendwo hinzufahren, in irgendeine abgelegene Gegend, um mit einem leeren Tank dazustehen, falls man flüchten müsste? Okay, gucken wir erstmal, was wir jetzt uns hier so erwartet. 17. September 2013 von einem, ja, ich würde behaupten, Spam-Mail an Miles Upshur gmail.com. Betreff Tipp illegale Aktivitäten bei Murkoff Thyatric Systems. Sie kennen mich nicht, muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Thyatric Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt, zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Okay, so wie es scheint, sind wir ein Journalist, ein Enthüllungsreporter und haben eine Kamera. Ich würde mich eher über eine Waffe freuen, anstelle einer Kamera. Jawohl, Autofokus, er sitzt. Beziehungsweise Autofokus, haha, ist, ja, Kamera, ne? Okay, wir steigen aus. Sind hier in dieser, ja, was sagen wir? Deine Ziele werden im Notizblock aktualisiert, dort findest du deine Notizen und gesammelte Dokumente. Na ja, dann, was haben wir hier? Notizen? Nope, Dokumente. Der Informant. Gut. Also, wir sind hier in so einem Sanatorium. Nervenanstalt. Und haben Informationen bekommen. Die uns jetzt hierher geführt haben, dass wir ja hier hingehen. Und wir gucken jetzt mal, was wir so machen können. Wir können hüpfen. Nice. Und wir können uns ducken. Outlast, ja, jeder hat von Outlast schon mal gehört. Ich auch. Es ist ein Hide-and-Seek-Spiel. Du hast keine Waffen, was mich sehr ärgert. Und, ja, also das, was ich so mitbekommen habe, es ist krank. Sagen wir es, wie es ist. Es wird einfach krank sein. Drücke Viereck, um die Tür schnell zu öffnen. Halte Viereck gedrückt, bewege dich vorwärts oder rückwärts, um eine Tür langsam auf- oder zuzumachen. Wir sind Rambo. Ich habe mir mehr erhofft. Gut. Drücke R1, um den Camcorder bereit zu machen. Okay. Nice. Eigenes aufgenommen. Deine Notizen wurden Einträge hinzugefügt. Drücke, um zu lesen. Lass mal. Nervenheilanstalt Mount Massive. Mir wird schon schlecht, wenn ich mir diesen Ort nur anschaue. Die Nervenheilanstalt Mount Massive, die 1971 im Zug eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 von Murkoff Systems unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtsorganisation wiedereröffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile vorher ab, vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Murkoff Corporation hat eine lange Tradition, ausbeuterischen Profit als Wohltätigkeitsarbeit zu tarnen. Aber niemals auf amerikanischem Boden. Niemals! Was sie auch immer aus diesem Ort herausschlagen wollen, es muss groß sein. Vielleicht endlich die Story, die ihnen das Genick bricht. Okay, also, wir denken, es könnte Notizen werden, ja, wenn du Camcorder und eigenes aufzunehmen. Ja, wunderbar. Schön, schön, schön. Wir gehen natürlich hier ein bisschen das Tutorial durch. Und wir können mit L1 gucken. Ja moin, was war denn da oben? Habt ihr das gesehen? Da war ein Typ. Na, das Licht ausgemacht. Warum ist die Lampe kaputt? Egal. Ja, also wir sind so ein Enthüllungsjournalist und versuchen jetzt natürlich hier irgendwie Klartext zu machen oder Klartext zu kriegen. Und ja, wir sind Halter, um zu rennen. Ja, Halter 1 gedrückt, um zu rennen. Das haben wir vorhin schon gemerkt. Um hier irgendwelche Sachen aufzudecken. Warum ist hier Militärfahrzeuge? Also es sieht aus wie ein Militärfahrzeug. Mal ganz ehrlich gesprochen. Was macht Militär bei einer Nervenheilanstalt? Außer sie wurden zur Rettung gerufen. So, dann schauen wir doch mal weiter. Ja. Wie wir hören, haben wir nur einen Wolf. Das ist toll, wenn der weiter weg ist. Und hier kommen wir überall nicht durch. Okay. Gibt es denn hier sonst noch irgendwelche tolle Geschichten? Können wir hier irgendwas aufnehmen? Können wir hier irgendwie was sehen? Nö. Okay, wir können hier nichts sehen. Das ist ja auch okay. So, falls ihr euch wundert, ich habe heute meine neuen Brillen bekommen. Und ich habe heute mal eine Brille vorsichtshalber mal auf. Einfach mal um zu gucken, wie sich das Ganze so macht. Kleiner Tipp ist, wenn ihr eine neue Brille bekommen solltet, falls ihr mal selber zu in diesen Genuss kommen solltet, versucht die Brille ja am ersten Tag nicht ganz so hart zu tragen. Schon so, dass sich die Augen dran gewöhnen, aber es könnte einem schlecht werden. Das, was ich jetzt hier mache, ist semi-gut, aber wir probieren unser Bestes aus. Vielleicht mache ich aber auch nur eine Folge mit der Brille. Das werden wir dann noch sehen. So, jetzt können wir hier auf jeden Fall hin. Das Spiel speichert. Und die Nervenheilanstalt ist schon groß. Muss man mal sagen. Kann ich hier rein? Hallo? Achso, Viereck. Nö. Hey, hallo? So, okay, da kommen wir zumindest nicht rein. Das ist die Frage der Fragen. Wir sollen bestimmt in dieses wunderbare offene Fenster da rein. Ich gehe von aus, wir müssen hier die Leiter hoch. Dann irgendwie da hinten lang. Und keine Ahnung, wie wir da irgendwie hochkommen, sodass wir dann irgendwann da oben enden. Nein, ich wollte die doch nur weglegen. Camcorder rein und rauszoomen. Ja, Pfeiltasten. Das ist uns bekannt. Anscheinend haben wir auch eine Ausdauer, die ist unendlich. Und, ja. Wir sind jetzt hier die... Ja, oh, ey, die Melodie. Hallo? Warum so laut? Ist ja okay. Beruhigt euch. Mann. So, drücke X, während du dich vorwärts bewegst, über einen Abgrund zu springen. Ja, dann machen wir das doch mal. Ah, okay. Das ist easy. Drücke X, um nach oben zu springen. Drücke X, um zu klettern. Drücke oben, dich vollzulassen. Ah. Kann ich jetzt auch hier wieder rüberspringen? Nein. Das kann ich wiederum nicht, ja. Da muss ich dann extra hier an der Seite vorbeilaufen. So. Also, wir sind ja, um mal zur Story wieder zurückzukommen, ein Enthüllungsjournalist. Und wir enthüllen hier tolle... tolle Sachen. Anscheinend. Ja, 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 die Nachtsicht des Camcorders mit R3. Das haben wir schon gemacht. Beachte die Nachtsichtgerät, deine Batterie verbraucht. Setze es überlegt ein. Okay. Was haben wir denn hier so Feines? Also, hier können wir nach da rausgucken. Hier ist ein Bildschirm, sehe ich das richtig? Ist es ein Bildschirm oder ist es... Und wenn es ein Bildschirm ist, warum sehe ich hier drauf ein Bild? Oder ist es einfach nur ein Bild? Können wir hier auch das Licht einfach wieder anmachen? Okay, wir können das Licht nicht wieder. Hallo? Ist da wer? Da ist Blut. Okay, also, Story. Ich komme immer wieder davon ab. Wer von euch wollte denn selber mal Journalist werden? So eine Kala-Kolumne oder Kolumna, wie es auch immer heißt, bei Benjamin Blümchen. Ab in die Kommentare damit. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich wollte nie ein Journalist werden, weil ich glaube nicht, dass ich dafür geeignet bin. So, was können wir denn hier draußen sehen? Nichts. Also Bäume, Gestrüpp. It is. Funktioniert die Uhr noch? Uhr? Ja, die funktioniert noch. Es ist 10 nach 9. 10 nach 9 ist geil. Du kleiner Ficker, Alter. Was war das? Wurde ich gerade geschubst? Ja, Fernseher kann ich nicht wieder ausmachen? Das war jetzt gerade not so nice. Okay, von da sind wir gekommen. Da müssen wir hin. Begegnliche Engelstellen, um dich hindurch zu zwängen. Ja, machen wir das doch mal. So, wir haben hier Blut. Und einen Handabdruck. Okay. Blut, Handabdruck. Er glänzt. Was haben wir hier? Eine Batterie! Batterien benötigst du für die Infrarot deiner Camcorders. Du kannst die Batterie wechseln, indem du Dry drückst. Okay. Wie wär's, wenn wir den PC nutzen, um zu schauen, was da so los ist? Hallo? Geil wäre... Oh ja, das ist ja auch geil. Geil wäre, wenn ich mich so lang bemühen könnte. Okay. Also, Blutspuren. Folgen wir jetzt der Blutspur? Irgendwie habe ich keinen Bock, der Blutspur zu folgen. Mutig. Er ist sehr, sehr mutig. Okay, komm, wir haben hier ein Dokument gefunden. Lass uns das Dokument mal gleich lesen. Murkoff Psychiatric Systems Project Walrider. Eigentlich Walrider, Wal... Na egal. Mount Massive CO. Fall Nummer 174. Patient Initialien WPH Billy. Datum 14.10.2013. Erste Patientenbefragung 12.04.2009. Alter des Patienten 19. Geschlecht. Männlich behandelnder Arzt Dr. Karl Houston. DBNR. Therapiestatus. Patient behauptet, in selbstgesteuerte luzide Traumaphasen vorgedrungen zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivität in beispiellosem Umfang beobachtet. Fahren fort mit Stufe 4 Hormonen. Kleiner Tipp meinerseits, falls ihr das Ganze nicht wollt, dass ich das vorlese, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ich versuche immer das Beste draus zu machen, wie ich es formuliere. Bitte seid nicht sauer, wenn ich gewisse Sachen vielleicht nicht richtig formuliere, wie dieses oben Murkoffs Psychiatric Systems. Diagnostik. Spirometrie ergab keine bronchiale Akkumulation. Hämatokrit. Was? Hämatokrit-Zentrifugierung zur Trennung von Erythrozyten erneut fehlgeschlagen. Höchst besorgniserregend. Muss ich dafür einen Doktortitel machen, damit ich dieses Spiel verstehe? Dann bin ich hier an der falschen Adresse. MRI ergab arrhythmische REM- und NREM-Zyklen. Lachen in NREM-Phase. Was ist denn eine NREM-Phase? Also ich kenne die REM-Phase, aber eine NREM-Phase weiß ich nicht. Anmerkung. Billy erkundigte sich nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Murkoff und die Psychiatrie. Dies bedeutet auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin, trotz Billys Betreuung. Er habe die Wahrheit in den Blutträumen von Dr. Trager entdeckt. Anmerkung. Die einzige Person namens Trager, die in den Unterlagen des Unternehmens aufgeführt ist, ist ein gewisser Richard Trager. Oder Trager. Ein Angestellter von MRD. Das gesamte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt und die Videoüberwachung verbessert werden, um die biometrischen Daten zur Analyse zu erhalten. Murkoff Thyatric Systems Projekt Walrider Mount Massive CO. Kann er bitte diesen Hörer auflegen? Ich möchte dieses Piepen nicht weiter hören. Okay, also. Es gibt so eine Traumwelt, die Jungs da so erforscht haben. Da ist jemand auf Klo, würde ich sagen. Dann gehen wir doch einfach mal hier lang. Wenn... Okay. Irgendwie gefallen mir beide Optionen nicht. In dem einen geht die Tür automatisch zu, in dem anderen kommen wir rein und... Da ist Blut. Warum? Aber okay. Nee. Nee. Das machen wir jetzt noch nicht. Wir gehen jetzt erstmal... Ja, oder wir gehen da nicht rein. Kann ich hier durch? Nein. Kann ich einfach wieder rausgehen? Also, ganz ehrlich, auch selbst wenn ich ein Enthüllungsjournalist wäre, glaube ich, hätte ich nicht die Eier dazu, mich jetzt hier an so einen Lüftungsschacht zu bewegen. Und B, also, irgendwann ist ja auch mal gut, ne? Also, irgendwann ist ja mal... Irgendwann ist ja auch mal vorbei. Ne? Also man muss ja auch ein bisschen Gesetze, sich an Gesetze halten. Ne? Landfriedensbruch ist es nicht, was er jetzt hier so schön hat. Schreibt. Warte mal, könnte ich jetzt wieder zurück? Ich will jetzt wissen, doch. Könnte ich jetzt wieder hier zurück und... Trollo, er ist doch gerade hier drin gewesen. Ja. Wo hat er sich denn versteckt? Ja. Ist schon... Ja. Also, man hat uns auf jeden Fall schon mitbekommen. Ja, es ist kein Geheimnis, dass wir jetzt hier irgendwie uns halt in Siegtechnik... technisch verstecken könnten. Ey, ist mir eindeutig zu viel Bewegung hier in dem Spiel. Hallo? Sir, ich habe mich verlaufen. Könnten wir uns irgendwie darauf einigen... Ich zeige... Ja, die Musik ist gar nicht aufregend und nervt doch gerade gar nicht. Was ist mit euch verkehrt? Da erzählt man hier einfach ganz easy eine Story, macht eine Tür auf und... Leck mich doch am Arsch. Ich hätte gerne eine Waffe, wa? So eine Waffe... Alter, du siehst nichts, Mann. Wenn du die Scheiße ausmachst, siehst du gar nichts mehr. Da hängt ja noch so einer. Wo bin ich hier gelandet? Der lebt nicht! They killed us. They got out. The variants. You can't fight them. You have to hide. You can unlock the main doors from security control. Wir können die Haupteingang der Sicherheitszone ausöffnen. You have to get the fuck out of this terrible place. Ja. Okay. Da war auf jeden Fall, also es ist nicht umsonst Militär anscheinend da. Muss man mal ganz klar sagen. Die haben anscheinend irgendwie versucht hier die Jungs und Mädels irgendwie hier zu befreien? Oder... Naja, sagen wir nicht zu befreien, sagen wir mal, die wollten wahrscheinlich die Kontrolle reinbringen. Und das Ganze ist, wie wir hier sehen, extrem außer Kontrolle geraten. Ja... Alter! Was ist euer Problem? Können wir das eventuell noch friedlich lösen? Hello? Scheiße, das war die falsche Taste. Etwa die falsche Taste. Hallo? Ich sehe kaum was, wa? Da in der Ecke ist da was, ist da was, ist da was. Okay, 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 okay. Hier fühle ich mich sicher. Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Eher wahrscheinlich eher nicht. Da liegt... Ist da wirklich eine Hand? Gib mir die Batterie. Ja moin, High Five, jo. Check it up. Du Scheiße. Ist hier sonst noch was? Oh, das nervt mich jetzt schon mit den Batterien, wa? Also, wir hatten ja vorhin, wo wir hier reingekommen sind, sind ja da hinten Leute langgelaufen. Gerade eben, wo ich die andere Tür geöffnet habe, sind Leute hier langgelaufen. Wo sind die hin? Okay, die Tür geht nicht auf. Ich bin ganz froh drüber. Leck mich am Arsch. Okay, 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 komm. Was ist mit dir? Was ist mit dir? Was? And who are you then? Ich bin Journalist. Und schreibe einen Artikel über die, Heiland. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Was? Ich wurde auserwählt? Ich bin Neo. Der Auserwählte. Neues Ziel, fliehe aus dem Nervenheilstadt. Benutze den Sicherheitssammel, um den Haupteingang zu öffnen. Nee, ja. Follow! Notizblock! Nein, Notizblock. Ich bin drin. Ich bin drin. Überall Leichen, Blut, Verbrennung, Köpfe, aufgereiht wie Flaschen in einer Bar. Tote Murkoff-Wissenschaftler hängen von der Decke. Auf ihren Namensschildern steht Murkoff Advanced Research System. Murkoff hat seit langem aus angeblich Wohltätigkeitsprojekten Profit geschlagen, bescheißt die dritte Welt und scheffelt eine weitere Milliarde. Wie wollte Murkoff Geld mit einem Haus voller Verrückter machen? Ein Mitglied einer Art Spezialeinheit wurde aufgespießt wie ein Schwein, erzählt mir, ich soll hier verdammt nochmal verschwinden und stirbt dann. Das hätte ich wissen sollen, als ich noch auf dem Weg raus konnte, den ich reingekommen bin. Ab dem Moment, wo du durch dieses Fickfenster gestiegen bist, hattest du schon verloren. Proclaim the Goss... What? The Gospel. Ja. Da ist... Das ist... Vor allen Dingen... Was wollte der Typ von mir? Okay, also hier haben wir ein paar Fußabdrücke. Hier haben wir sehr viele Leichen. Hier haben wir eine Scherbe. Wir gucken mal, ob wir den einfachen Weg gehen können und einfach raus. Nein! Ach, egal. Nee, natürlich nicht. So. Was sagt denn... Warte mal, machen wir jetzt eigentlich eigene... Ja, wir machen eigene Fußspur. Okay, schönes... Gimmick. Ja, Junge, du sahst auch schon mal besser aus, ne? Oh, hier ist wieder ein Dokument. So, lass uns mal das Dokument lesen. Nein. Murkoff Corp Abteilung Vereinigte Staaten Vollziehungsbefehl. Fallnummer 294758104. Betrifft der Zugriff auf Psychiatrie Zentrum Mount Massive Murkoff Thyatric Systems Mount Massive Wilderness Area Country Road. Take me home. Okay. 112. Eine stattliche Erklärung wurden vor dem Direktorenausschuss seitens der Murkoff Hardline Security MHS geliefert, die Grund zur folgenden Annahme hat. Katastrophaler Sicherheitsbruch im Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Die Umwelt liegt uns alle am Herzen, ne? Auch der Murkoff Hardline Security. Nach unserer Überzeugung erfordert das durch eine stattliche Erklärung und Zeugenaussagen erbrachte Beweismaterial akute Maßnahmen seitens der MHS und rechtfertigt die Ausstellung dieser Berechtigung. Sie werden hiermit aufgefordert, MHS, vollen Zugang zu allen Einrichtungen und seinen Repräsentanten volle Autorität zu gewähren. Durch die Entgegennahme dieses Dokuments verzichten Sie und alle lebenden Anverwandten auf jeglichen Anspruch auf ein Gerichtsverfahren gegen Murkoff Corporation oder ihrer Tochterunternehmen aufgrund von Maßnahmen der MAS oder aufgrund der Umstände, die entsprechender Maßnahmen bedürfen, ungeachtet jeglicher Zuständigkeit. Kurzum, ein Freibrief. Macht, was wir sagen. Wir dürfen alles. Und ihr habt keinen Anspruch auf irgendwas. Nice. Solche Firmen sind... Toll. So, was machen wir denn jetzt hier draus? Also wir sind jetzt hier angekommen und müssten eigentlich zu diesem... Ja, müssten eigentlich dadurch. Da hinten. Da möchte ich hin. Ich möchte diese Tür öffnen und einfach nur wieder gehen. In mein Auto einsteigen, was zu wenig Benzin hat und einfach mich verpissen, auf Deutsch gesagt. Ja, leider lässt uns das Spiel wahrscheinlich das genau nicht zu. Jetzt gucken wir uns doch mal... Nein, ich brauche die Cam. Cam. Jetzt gucken wir uns doch mal hier so ein bisschen um. Was haben wir denn hier so Feines? Da steht ein Schreibtisch vor. So, hier könnten wir hin. Alter, dieser Nachtmodus ist auch toll, aber bringt gefühlt nicht viel. Finde ich jetzt persönlich... Okay, hier geht's noch weiter. Okay, hier könnten wir noch so gucken. Mister. Oh, hier gibt's noch eine Batterie. Batterie ist immer gut. Warum? Also, wir haben ja jetzt diesen Typen da kennengelernt, der gesagt hat, wir sind der Auserwählte. Ja, ich sage mal so, ihr werdet es gehört haben, etwa die BSR. Aber okay. Ja, auf jeden Fall haben wir ja den Typen kennengelernt, um mal wieder zum Thema zurückzukommen. Und, ja, was will er uns sagen? Ist jetzt die Frage. Also, hier draußen würde ich gerne wieder raus. Kann ich das Fenster öffnen? Zufällig? Nein. Ja, wir sind ja Auserwählte. Ich weiß zwar nicht, wofür und warum und wieso, weshalb und so weiter. Aber, da hatten wir die Spuren vorhin auch schon. Oh Gott, hier geht's wieder ins Dunkel hinein. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ist auch kein Licht dran. Kein Licht, ey. Das ist ja mal gar nicht gruselig. Ja, wir sind ja außerhalb, aber für was? Also, was hat er mit uns vor? Oder anders gefragt, weiß er mehr als wir wissen? Ich gehe von aus, ja. Ja. Ich gucke mal kurz auf die Uhr. Wir dürften roundabout... Alter, diese Kopfhörer, sag ich schon, wollte ich gerade sagen. Diese Ohrhörer. Gibt mir so ziemlich auf den Sack, deswegen machen wir jetzt hier die Tür zu. So. Wir bleiben jetzt mal hier, verstecken uns mal hier ganz kurz. Hinterm Schreibtisch. Und ja, wir werden in der nächsten Folge sehen, wo das Ganze noch hinführt. Bis dato ein sehr verstörendes Spiel. Bis jetzt schon. Und wir werden uns überraschen lassen, was noch so alles auf uns zukommt. Dementsprechend schaltet wieder ein, wenn es heißt Outlast. Und ich freue mich, wenn er wieder reinschaltet. Bis dahin erstmal sage ich, klein gehauen.